Herzlich willkommen hier in Spießheim. Wir sind Monika und Armin Meitzler im schönen Rheinhessen. Wir bewirtschaften einen Biolandbetrieb mit 140 Hektar Ackerland und ca. 20 Hektar Weinbau. Wir haben sehr viele Kulturen im Anbau, auch sehr viele Sonderkulturen, wie hier, wo wir gerade stehen. Wir stehen hier im Fenchelfeld. Bauen Soja an, Lein, Hanf, Wicke, Kartoffeln, genau. Kürbis, alle möglichen Getreidearten, von Weizen bis Dinkel, Emmer, Einkorn, Hafer, Roggen. Wir sind Biobetrieb seit 2012 und irgendwann kam über Bioland mal eine E-Mail von Dietmar Neser und Friedrich Wenz über die grüne Brücke und ich habe gesagt, das ist genau das Richtige für dich, Armin, da musst du hin. Und dann hat mein Mann aber gemeint, ach, er hätte gar keine Zeit und hat da ziemlich lang rumgeeiert. Und so kam er irgendwann abends von der Arbeit und vom Feld nach Hause und ich habe gesagt, so, ich habe dich jetzt angemeldet. Mich hat überzeugt das ganzheitliche System, dass alle Bereiche ineinander verknüpft wurden. Und ich habe in 3 Tagen Theorie nicht eine Minute gedacht, oh, jetzt ist aber langweilig oder das passt jetzt nicht. Es war einfach nur spannend. Ne? Und das alles miteinander zu verknüpfen, Bodenbiologie und Bodenchemie und ja, Bodenleben, Begrünungen, Untersaate, dass das alles irgendwo zusammengehört. Und das hat alles einfach Sinn ergeben. Und das, ja. Eigentlich dürfte das auch vom Wetter her, also so jetzt kommt eine feuchte Gare oder Schattengare. Ne? Immer dann, wenn der Boden dermaßen eckig bricht, hast du die Laufgärung. So, und wenn hier Weizen stehen würde und die ätherischen Öle, die der hier gut schmeckbar produziert, sind die Basis dafür, dass sich die mikrobiologische Gemeinschaft vervielfältigen kann und die Pilzmikroflora sich ja auch etablieren kann. Ich war 2016 Teilnehmer im Bodenkurs bei Friedrich Wenz und Dietmar Neser und habe das ganzheitliche System der regenerativen Landwirtschaft kennengelernt. War sofort schwer begeistert und habe große Teile schon in 2016 umgesetzt. Habe Untersaaten, Zwischenfrüchte, Komposttee und Fermente eingesetzt. Und wurde 2017 gastgebender Betrieb für die Grüne Brücke von Dietmar Neser und Friedrich Wenz. Und wir waren dann viel draußen auf den Äckern und haben die Veränderungen am Boden und an der Pflanze kennengelernt. Der Bodenkurs im Grün richtet sich an Bauern und Bäuerinnen, an Gärtner und Gärtnerinnen, an Winzer und Winzerinnen, die mehr Interesse daran haben, den Boden in ihre täglichen Entscheidungen einzubeziehen, den Boden zu beleben. Und deswegen führen wir den gerne in den praktischen Landwirtschaftsbetrieben durch, so wie hier. Und dazu möchten wir euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, recht herzlich nach Spießheim einladen. Wir freuen uns auf euren Besuch und bringt Neugierde mit.